Hallo, hier ist die Urte vom Welt-Tai-Chi-Qigong-Tag und ich begrüße euch ganz herzlich und sende euch herzliche Grüße von der Kreuzberger Wiese, wo wir etwas Tai-Chi und Qigong machen. Mit mir dabei Martin, die Aurore und der Steffen. Und ich zeige euch einfach mal, was hier los ist, damit ihr das sehen könnt. Da seht ihr schon mal eine Gruppe. Die macht einen alten Stil. Bisschen Musik im Hintergrund. Und da sind Zuschauer, die gleich noch mitmachen. Also ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir und es geht noch ein bisschen weiter. Ciao! Öffnen die Hände und lassen die Arme und Hände wieder fallen. Bringen die Hände zurück. Linken Fuß zum rechten Fuß. Und noch einmal nach rechts. Wir sinken. Bringen den Ball zur Brusthöhe. Drehen die Hände. Öffnen nach rechts. Sinken. Hände drehen sich nach vorne, steigen übers Kopf, drücken den Himmel. Und gehen auseinander. Diesmal wird der rechte Hand zur Pfeilhand. Genau. Wir sinken. Machen einen großen Schritt nach rechts. Wir sinken nochmal. Der linke Hand geht geradeaus und der rechte Hand sucht sich den Vogel in der Seite. Wir machen eine Verbindung. Du lässt den Ball nach hinten oben und legst dich auf einen anderen Ball ab. Handflächen zeigen zueinander, die Arme hängen komplett im Schultergürtel. Knie fallen weit nach vorne. Und dann lässt du die Hüften fallen, kommst wieder ins Lot. Die Beine werden lang. Du nimmst die eine Hand wieder hinten so in die gedachte Tasche. Und die andere würdest du gespannt werden wie ein Bogen. An den Fingern, an Scheibe gespannt. Und dann lässt die Bogenspannung los und der Pfeil fliegt. Der Arm geht raus, folgt der Richtung der Finger, die Faust in die Hand. Der Arm fließt in diese Richtung. Dann lässt du von der Länge los, der Arm löst sich und gleitet mit der Handfläche nach unten wieder. Kein Streben, es ist ein Zulassen der Länge. Jetzt wird die Hand in der Mitte, der Lauch hoch, die Hand gezogen, der Ellbogen hängt. Und löst. Und die andere Seite. Spannt wie ein Bogen. Und lösen des Pfeils. Lösen der Länge und lösen in die Länge. Lösen der Länge und lösen in die Länge. Der Ellbogen hängt wie ein Schieben, aber auch wie ein Gezogensein. Und lösen. Noch einmal dieser Abgang. Geht es nach unten und hoch.